Mal, ne? Ja. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wer kennt Sie nicht im Wahlkreis? Die Ortsstraße, die vor lauter Schlaglöchern kaum noch befahrbar ist und deshalb dringend ausgebaut werden müsste. Der Sportplatz, der dringend einen neuen Belag braucht, oder die Schule, in der seit 40 Jahren, Herr Krischer, beispielsweise die sanitären Anlagen nicht mehr modernisiert worden sind. Solche Beispiele, glaube ich, könnten wir hier alle zuhauf vortragen. Und sie basieren auf dem Problem, dass in Deutschland tatsächlich die Investitionen nicht ausreichend sind. Dieses Problem wurde zum Glück nun aufgegriffen von unserem Minister von Sigmar Gabriel, der erstmals Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen an einen Tisch geholt hat und der ergebnisoffen mit dieser Expertenkommission hat arbeiten können und ein, wie ich finde, gutes Ergebnis auch vorgelegt hat. Wichtig war dabei natürlich die dezidierte Bestandsaufnahme der Probleme. Aber natürlich sind wir uns auch einig, und das merkt man auch hier an der Debatte, dass wir im Weg diskutieren können und unterschiedlicher Auffassung sein können. Aber im Ziel, meine Damen und Herren, waren sich alle einig, auch in der Kommission, nämlich wir brauchen mehr Investitionen in Deutschland, meine Damen und Herren. Und in diesem Ziel sollten auch wir uns hier einig sein im Deutschen Bundestag. Und an die Adresse der linken Fraktion. Die Ergebnisse gehen weit über das hinaus, was Sie sich heute hier in einzelnen Punkten herauspicken wollen. Und ich möchte Ihnen aus dem Bericht einige Beispiele der Expertenkommission nennen. Sie spricht zum Beispiel von der digitalen Infrastruktur. Hier heißt es, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Deutschland in seine digitale Infrastruktur investieren. Es müssen vorrangig Investitionen auf der Ebene der Breitbandnetze getätigt werden, an deren Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit Deutschland im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ist und sich diese digitale Lücke zu Wettbewerbern immer weiter vergrößert. Deshalb brauchen wir hier Investitionen, meine Damen und Herren. Aber wir brauchen auch Lockerungen, zum Beispiel, wenn es darum geht, freies WLAN einzuführen. Und dann freue ich mich natürlich drüber, wenn der Herr Söder aus Bayern hier twittert, für freies WLAN braucht es ein Ende der Störerhaftung. Wir setzen uns in Berlin dafür ein. Dankeschön, Herr Söder. Bitte überzeugen Sie Ihre Kollegin BMI, dass wir endlich diese Störerhaftung abschaffen können. Wir als SPD unterstützen Sie gerne dabei. Und das sollten wir hier herausstellen. Die Expertenkommission hat zum Beispiel auch gefordert, und das möchte ich hier auch noch mal betonen, weitere 15 Milliarden Euro für Kommunen. Und in dieser Forderung fühlen wir uns als SPD-Fraktion auch bestätigt. Denn wir haben mit der Bundesregierung diesen Weg schon eingeschlagen. Der Staatssekretär Beckmeyer ist in seinen Ausführungen auch darauf eingegangen. Wir haben beschlossen, dass es 10 Milliarden Euro in den Jahren 2016 bis 2018 geben wird für öffentliche Infrastruktur. Und wir haben ebenfalls beschlossen, dass es zusätzliche weitere 5 Milliarden geben soll, die an Städte und Gemeinden gehen, die diese Investitionen auch anstoßen können. Das wird alles, meine Damen und Herren, auch an die Kolleginnen und Kollegen der Linken, vor allem durch den Bundeshaushalt schon jetzt finanziert. Hier wird nicht ein einziger Euro durch private Mittel realisiert. Hier können wir einfach die Realität im Bundeshaushalt sehen. Und hier sollte man nicht einfach das Gegenteil behaupten. Und wir fühlen uns als SPD auch deshalb in diesem Bericht bestätigt, weil wir für diese eben beschriebenen 5 Milliarden Euro zweckgebundene Entscheidungen getroffen haben, nämlich, dass diese Milliarden ausgegeben werden für die Kinderbetreuung, für Soziales und vor allem für Bildung. Und im Expertenbericht heißt es hierzu, neben einem bedarfsgerechten Angebot an Kinderbetreuungsplätzen müssen die Investitionen in den Ausbau der Ganztagsschulen deutlich forciert werden, was bis zum Jahr 2020 auch erreicht werden sollte. Ich als Rheinland-Pfälzer bin natürlich doppelt stolz, meine Damen und Herren, denn unsere Landesregierung fährt seit Jahren diese Linie. Hier in Rheinland-Pfalz wird investiert und die erfolgreiche SPD-geführte Landesregierung unter Malu Dreyer hat als erstes Bundesland dafür gesorgt, ich weiß, dass Sie es nicht gern hören, von Seiten der CDU/CSU, dass die Kindergartenbeiträge beispielsweise erlassen werden. Und diesen Weg müssen wir in der Bildung auch weiterhin gehen, meine Damen und Herren.
Bayern hat so viele Investitionen und Unterstützung bis 1989 bekommen, da würde ich mich mal wirklich zurückhalten. Bayern tut immer so, als ob es ganz Deutschland bezahlt. Bayern bezahlt nicht alleine, alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bezahlen, nicht nur die Bayern. Das können wir hier auch mal am Rande festhalten, meine Damen und Herren. Aber ein dritter Punkt ist mir wichtig, nämlich die Investitionsverpflichtung in Höhe der Abschreibung bei Kommunen. Und hier heißt es in diesem Bericht: Prüfung der Einrichtung einer haushaltsrechtlichen Verpflichtung zur öffentlichen Investition in einer Höhe, die zumindest die Abschreibung auf das Vermögen der öffentlichen Hand kompensiert. Diese Forderung, meine Damen und Herren, kann ich als langjähriger Kommunalpolitiker nur unterstützen, denn nur so schaffen wir es, dass die Kommunen nicht ihr Eigenkapital in wenigen Jahren durch die DOPIG aufzehren. Im Ergebnis also, der Bericht hat viele gute Ansätze. Wir sollten diese nicht, wie heute Nachmittag teilweise leider geschehen, zerreden, sondern wir sollten anpacken, um Deutschland weiterhin zukunftsfähig zu machen. Nach den Reformen, die für den heutigen wirtschaftlichen Erfolg entscheidend waren, brauchen wir heute wieder weitblickende Entscheidungen für Deutschlands Zukunft. Wir als SPD unterstützen diese gerne. Dankeschön. Abschließender Redner in dieser Aktuellen Stunde ist der Kollege Dr. Andreas Lenz, CDU/CSU.